Kluge Manager wissen, wie wichtig es ist, ihre Teammitglieder auf fachlicher und persönlicher Ebene kennenzulernen. Möglicherweise erfordert es mehr Einsatz, Remote-Mitarbeiter auf persönlicher Ebene kennenzulernen. Es ist jedoch eine tolle Möglichkeit, Barrieren ab- und Beziehungen aufzubauen, und das schafft Vertrauen. Gute Arbeitsbeziehungen mit Ihrem Team aufzubauen ist unerlässlich. Als Manager sollten Sie sich und Ihre Teammitglieder gleich zu Beginn während des Onboardings oder beim Projektstart vorstellen. Dies schafft eine gute Arbeitsatmosphäre und Vertrauen. Machen Sie es zu Ihrer obersten Priorität, sich sofort Ihren internen und externen Mitarbeitern vorzustellen. Es ist sinnvoll, dass sich alle Teammitglieder persönlich zu einem ersten Projektauftakt-Meeting treffen. Dies ist jedoch oft nicht möglich. Man kann sich einem externen Team per Videokonferenz oder mit anderen Methoden vorstellen, bei denen sich die Teilnehmer sehen können. Dies verbessert die Kommunikation, da visuelle Hinweise möglich sind. Reaktionen und Körpersprache zu sehen, verstärkt das Wir-Gefühl bei der Zusammenarbeit. Reden Sie während der Einführungsbesprechung nur über arbeitsrelevante Themen. Sich persönlich so gut kennenzulernen, dass Sie sich wohlfühlen, schafft mehr Vertrauen und eine bessere Kommunikation. Um mehr über die Teammitglieder zu erfahren, können Sie sie nach ihren Hobbys und Interessen fragen. Dies trägt einerseits dazu bei, Beziehungen aufzubauen und möglicherweise gemeinsame Interessen zu entdecken. Andererseits können Sie auch mehr über Möglichkeiten und Fähigkeiten erfahren, die auf die Arbeit des Teams selbst übertragbar sind. In einer traditionellen Büroumgebung ist es viel einfacher, Mitarbeiter kennenzulernen. Sie verbringen die meiste Zeit der Woche zusammen. Wenn Sie jedoch neu im Team sind, müssen Sie sich unabhängig davon, an welchem Standort Sie sich befinden, zusätzlich Zeit nehmen, um Kontakt zu den einzelnen Teammitgliedern herzustellen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um interne oder externe Mitarbeiter handelt. Stellen Sie ihnen persönliche Fragen und praktizieren Sie Methoden des aktiven Zuhörens wie das Paraphrasieren, um das Gesagte zu reflektieren und zu zeigen, dass Sie wirklich zuhören. Versuchen Sie, sich über Ihre persönlichen und beruflichen Ziele zu informieren und herauszufinden, ob Sie sie bei der Erreichung dieser Ziele unterstützen können. Weisen Sie ihnen dazu beispielsweise anspruchsvolle Aufgaben zu oder ermitteln Sie Möglichkeiten zur intensiveren Zusammenarbeit mit bestimmten Teammitgliedern, die ein Mentorat anbieten können. Eine gut formulierte Frage kann Ihnen Einblick in die Arbeitsweise Ihrer Teammitglieder geben. Finden Sie möglichst viel über Ihre Gewohnheiten und Eigenschaften heraus. Sie möchten in der Lage sein, Ihre Stärken zu nutzen. Es ist beispielsweise gut zu wissen, zu welcher Tageszeit Sie am leistungsfähigsten sind und wie Sie mit Unterbrechungen oder Hindernissen umgehen. Teilen Sie ihnen außerdem mit, auf welchem Weg Sie sie kontaktieren können und dass Sie stets ein offenes Ohr für Ihre Fragen, Bedenken und Probleme haben. Sie können vertrauensvolle Beziehungen zu Ihren Teammitgliedern auch aufbauen, indem Sie ihnen deutlich machen, dass Erfolg und Misserfolg auf Team und nicht auf individueller Leistung basieren. In einem Team geht es nicht um den Einzelnen. Denken Sie daran, dass auch Sie an die gleichen Standards gebunden sind, die Sie für Ihr Team festgelegt haben. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Wenn Sie sich daran halten, tun Sie es auch. Sich die Zeit zu nehmen, jedes Mitglied Ihres Teams kennenzulernen, macht die Zusammenarbeit einfacher und effektiver.